Bonjour, Bissom. Traum, Vorkompetenz und erfrischende Neuigkeit, das verspricht der 50. Salon Mode et Tissu von St. Marie aux Mines vom 23. bis am 26. März. Der Quentin Holzweber ist an der Fertigstellung von seinem letzten Modell und in seinem Atelier ist Fieber spürbar. Und aber Kotelle davon. So kommt alles schön raus. Das ist jetzt gut an der Port. Bonjour, Sandrine. Wir sind gerade hier am Rock für die Baschle. Wenn er erläuft, da bist du gerade vorne und ist an den Heben der Rock. Comme ça, elle est très bien. Après, comme dit, on pourrait rajouter justement le motif au niveau du côté. Le strass un tout petit peu. Voilà, pour faire le rappel de la moitié. La moitié et comme est sur ça, le dos. Elisabeth Weber, ihr seid Mitarbeiterin vom Quentin. Wie viele Stunden Arbeit hat der Rock schon geprüft? Der Rock hat jetzt schon 30 Stunden geprüft. Hinten, wie es natürlich größer ist. Das ist 40, 50 Stunden. Allein das? Ja. Et c'est là où je vais présenter justement une collection entièrement pastel. Alors. Samedi oben ist in der Villa de Russe noch ein Défilé, ein spezieller Défilé. Und das ist das Finale. Vous avez vidé les rouleaux de tulle pour faire cette robe. Du coup, j'ai utilisé vraiment 90 mètres de tulle justement pour la création de ce modèle. Donc, il y a encore tout le travail de la dentelle et après du coton qui est par en dessous pour justement l'effet jupon. L'utilisation de chaque strass au niveau des coutures pour vraiment épouser la silhouette au maximum et vraiment éviter l'effet trop bouffant vu qu'on a quand même le gros volume avec une circonférence de 3 à 4 mètres. Der Défilé Prestige ist eine Neuigkeit von dem Salon, wie seit 1973 die Leute begeistert. La fête du tissu est plus une opération publicitaire que commerciale. Les 10 km de tissu vendus le sont à très bon marché. Mais il ne faut pas oublier que la haute couture et le prêt-à-porter s'approvisionnent à Sainte-Marie. Qu'est-ce que vous attendez du salon ? C'est un peu plus le côté par fierté. J'ai toujours été du côté des spectateurs et je me suis dit, cette année, ça sera moi. En plus, c'est l'occasion des 50 ans, donc je voulais vraiment présenter mes collections aux différents défilés. Und Villa Buru, c'est une Sainte-Croix aux Mines et j'ai ikonischer Ort von der Textilgeschichte. Und da gehen wir jetzt an. Da sehen wir im Keller von der Villa Buruz. Und in diesem Keller sind 4000 Register mit 4 Millionen Muster, Textilmuster. Und die sind bewahrt in sozusagen, man kann es sehen, es ist gut bewahrt. Und die Ältesten sind 250 Jahre alt. Das ist die Zeit, wo die Industrie, die Textilindustrie aufgekommen ist in unserem Tal. Das ist im 18. Jahrhundert? Ja, im Tal sind bis zu einer gewissen Zeit bis zu 150 Industrien gewesen. Von Textil gemacht. Schauen wir mal, wie das schön ist. Das ist auch eine Inspirationsquelle für die ganzen Designer heutzutage. Ja, ja, das ist ganz wahr. Wir haben eine Klientel, die hat ja angeschaut und sich daran groß interessiert. Und das kann man im Eberstock ganz gut sehen. Was ist die wirtschaftliche Bedeutung von dem Ereignis? Wenn wir da Modetische nicht hätten, war es schwierig für die Leute, die für die arbeiten, für das Eventuell zu bezahlen etc. Und auch für das Bild von unserem Tal, das noch verbessert gerade war durch so Ereignisse. Also der Salon steht offen für die alle, wie die wunderbare Geschichte weiterschreiben. Der Regisseur ist bestimmt einer davon. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald. Ich bin der Henry Gies von Riebezweller, wohne in Wildegöth.
Und ich bin bei ihm dort in Trieste seit 27 Jahren. 2 Jahre in der Schule gelehrt. Dann bin ich 10 Jahre Kesselschmied gewesen. Dann bin ich Agent Maîtrise gewesen. Und jetzt bin ich Formateur in der Lehrschule. Dötitrich 200%ig? 300%ig Dötitrich. Oder 1000 sogar. Wo hast du Elsässisch gelehrt? Mit den Eltern, Großeltern. Ich lehre Elsässisch reden. Und ist wichtig für dich? Sehr wichtig, ja. Man darf es nicht verlieren, wenn man ja keinen Grand Test. Bist du frech oder frech? Ich bin frech, aber mehr niedig. Ich bin öfters niedig und nicht auch frech. Hast du Hobby? Ich habe gerne Kunst. Donc, Eisen zusammenschweißen, ein bisschen malen. Ping-Pong spielen, springen, Velo fahren. Hast du ein Schimpfwort? Nein, ich schimpfe nicht, und kann ich keins. Ob ich alles gelöst habe, mache ich es. Ich kann nicht alles haben. Und was isst du am liebsten? Italienisch. Pizza, Nudeln. Was bedeutet Elsass für dich? Da bin ich geboren, das ist mein Land, das ist meine Heimat, das ist mein. Das ist alles, das ist unser, das ist meine. Hast du noch etwas zu sagen? Ich habe es genug gesagt, ich rede nicht zu viel, aber jetzt. Für heute langsam. Merci. Salut, bis zum nächsten Mal.